Die Ausfahrt München-Gladbach-Wandlow ist bis morgen 18 Uhr gesperrt. Es wurde eine Umleitung über Erkelenz Ost eingerichtet. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn, so Straßen NRW. Zudem ist die A540 zwischen Grevenbruch Süd und Frimmersdorf wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Spielplatz an der Thüringer Straße öffnet am Donnerstag wieder. Das gab die Marx heute bekannt. Zuvor wurde der Spielplatz im Rahmen des städtischen Spielplatzentwicklungskonzepts durch Auszubildende der Marx umgestaltet. Nun verfügt der Spielplatz über einen neuen Spielturm, eine Doppelschaukel und neue Spieltiere. Zudem wurden 10 neue Sitzbänke aufgestellt und rund 4100 Stauden eingepflanzt. Der Spielplatz ist für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren konzipiert worden. Der VRR veröffentlichte vor kurzem den aktuellen Qualitätsbericht. Aus diesem geht hervor, dass die Zugausfälle im Vergleich zum Jahr 2017 gestiegen sind. Lagen die Ausfälle im Jahr 2017 noch bei 3,2%, so waren es im Jahr 2018 rund 3,7%. Insbesondere die Arbeiten in den Oster- und Herbstferien führten vermehrt zu Zugausfällen. Am häufigsten kam es bei den S-Bahnen zu Ausfällen. So fielen zum Beispiel 3% der Züge der Linie S8 ganz aus. Die durchschnittliche Verspätung lag im VRR-Bereich bei etwa 2 Minuten.